zumindest jetzt gerade, was Anton Schellberg und Timo Boll betrifft. Ich glaube, Anton ist jetzt auch schon in der 5. Saison für Düsseldorf. Ja, stimmt, das war in unserer Premiere-Saison, als Anton ein Jahr. Und darauf ist er schon nach Düsseldorf gegangen. Beziehungsweise hat für Borussia dann auch Aufklage. Und vom Dang. Einer ihrer Geschwindigkeit. Aber Dang ist ja deutlich besser im Spiel. Anton auch mit ein paar Fehlern. Natürlich sehr gut. Na, der ist hoch abgesprungen. Ja, jetzt. Ich glaube, im Pokal mal im Doppel, wo er hinten raus keinen Ball mehr auf den Tisch spielen kann. Gut gelöst vom Dang, der war nicht leicht. War wieder Führung. Letztes Spiel in dieser Halle zumindest für uns bestreitet. Hat auch Qualität. Ei. Dang ist bleibt mutig. Das ist Dang. Er ist auch wichtig, den jetzt zuzumachen. Spielten jetzt mal nicht mehr kurz mit. Bisschen lang. Ich werde Dank damit gerechnet, dass Kellberg eher Banane spielen will. Hälfte des ersten Satzes zu sehen. Er war etwas zu zögerlich bei Dang. Ein paar Sachen ein bisschen verändert. Das war jetzt gut. Ersten lang anspielt. Jetzt Kellberg wirklich überrascht, kann man sehen, schupft zurück. Etwas längerer Ballwechsel. Dann gehe ich ins Spin. Ah, das ist ärgerlich. High Speed Rally. Bessere Ende. Wer damit 4 Satzbälle hat. Bleiben 3. Und mutig bleiben.
Versuch. Ausgleich. 1-1. In der Partie Dankju gegen Anton Kellberg. Sehr starke Rückhand und top platziert. Wie dynamisch. Der erste wirklich richtig lange Ballwechsel. Hat zwischendurch etwas Glück. Starker Ballwechsel. Die erste Phase im Spiel bisher. In der Form. Sehr stark. Oh. Jetzt etwas verzögert. Rückhand, richtig, richtig. Blieb dann im Netz hängen. Versucht dann zweimal über die Vorhandseite. Stelle. Hält er gut die Position am Tisch, Stang. Das ist immer gut. Jetzt ja, wird er ein bisschen die Brechstange bei Dang versucht. Das sagt sich natürlich sehr leicht. Ja, ja. Versucht Dang schon. Anton ist da, beschleunigt. Vier Satzbälle zur 2-1 Führung. Hat schon nicht verloren. Aber nun. 2-1 Führung, Kellberg, der. Den ASV, erstens sich selbst und natürlich auch den ASV noch im Spiel zu halten. Nein. Leer über Mitte gespielt. Ah, da. Und noch hier ist, sehr schöner Punkt für ihn. 4-4. Ja, man hat aber. Langer Zeit, ein wirklich schneller Punktgewinn. 6-4 für Dang. Das macht er gut. Gut über die Mitte. Rückhand vorn.
Das ja, Dang auch gut macht. Klar. Ersten genutzt. Tierischer Lauf in der zweiten Hälfte des vierten Satzes für Dang Qiu. Ausgleich für den ASV. Playoff-Spiel der Serie Best of Three zu bringen. Hey. Das habe ich gemeint. Ich hoffe, er kommt jetzt. Er kann gleich zurückschlagen. Jetzt zwei Punkte Rückstand für Dang. Schon längst genommen. Und das war ein riesiger Ball weg. Ja, man kann ihn auch mit relativ wenig. Aha, ja. Vielleicht etwas über. Ja. Aber er muss natürlich extreme gute Qualität spielen, versucht er auch. Es muss dann ran. Dann natürlich geärgert, weil er ein wichtiger Punkt. Aber das ist gut. Ja, das tat jetzt weh natürlich. Also vier Punkte in Augen. Und Anton hat natürlich insgesamt auch viele knappe Matches gewonnen. Dementsprechend natürlich gutes Selbstbewusstsein drauf steht. Ist da! Nice Timeout. Oder aus Düsseldorfer Sicht Abstand wieder ausbauen. Und vier Punkte in Folge für. Au! Oh. Eieiei. Das ist natürlich ärgerlich. Sollen jetzt. Wieder Netzball. Sehr stark. Brutal! Bitter, bitter für Dang, für den ASV. Natürlich kein unverdienter Sieg. Nee, ganz und gar nicht. Ja.